hier nochmal einen Beitrag, Hartz IV ist Faschismus. Wir sehen hier einen Eurojobber, die die Straßen sauber machen mit Mülleimer. Ja. Ich habe ja schon mal darauf hingewiesen, dass Hartz IV resultiert aus den Arbeitslagern. Es ist verfassungswidrig, nach Artikel 3 Absatz 3 diese Leute zu beschäftigen. Ja. Um jetzt nochmal eine Verbindung zu bringen zu den Arbeitslagern und zum Dritten Reich. Man hat früher die Leute zur Arbeit beschäftigt und hat ihnen ein ja, A dran geheftet, dass man sie von Weitem schon erkennen konnte, dass es ja, Zwangsarbeiter waren. Heute setzt man den Leuten einfach eine orange Weste an oder einen Mantel, einen Eimer in der Hand und zeigt so nach außen, das sind ja Zwangsarbeiter sozusagen. Ne? Das heißt, man markiert sie direkt. Ne? Und das ist also wirklich, finde ich schon ziemlich heftig, dass Leute von der Stadt eben so markiert werden. Und das ist auch der, ja, im Prinzip dieser Rassismus, der durch diese Arge, A wie Arge, ne, wir kennen das Symbol, und eben durch Einführung der Zwangsarbeit gemacht wird. Die Leute werden sichtbar gemacht und werden, ja, statt früher mit einem Judenstern und einem J drauf, werden heute in orange Klamotten gehüllt und werden also, sage ich mal, erniedrigt in dem Sinne, weil sie Arbeiten machen für 1 Euro, die durchaus laut der niedersächsischen Verfassung, eingeführt 1997, verfassungswidrig werden. Ne? Ich finde das eigentlich schon ganz schön heftig, was da abgeht. Ja gut, vielleicht haben die Leute auch nicht das Grundwissen und dieses Unwissen, sonst wollen sie sich das vielleicht nicht gefallen lassen. Ne? Ja, soweit zu Hartz IV ist Faschismus. Ja, bleibt schön sauber, bleibt trocken, damit wir uns bald wieder sehen zu den nächsten Lucifer News. Ciao!